Balu, ein 16-jähriger Fuchsvalach, der vom Turnierpferd zum Ausreitpferd werden soll. Leider will er partout nicht auf den Anhänger gehen. Ariane Telgen soll das ändern. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. So, ist er fein. Gut, ja, komm mal her. Hi. Für den großen Fuchsvalach steht heute der zweite Teil des Verladetrainings an. Bei der letzten Einheit ist er schon ganz gut eingestiegen. Aber jetzt scheint es erstmal darum zu gehen, da überhaupt wieder hinzukommen. Hi. Und halt. Seite. Fein. Klasse. Prima. Super. Gut so. Ja. Gut, gut. Ja, heute ist das Problem, glaube ich, gar nicht das Ganze drumherum, sondern eher, dass er nicht weg möchte von dem Emil. Das heißt, er klebt jetzt momentan. Es ist natürlich hier neue Umgebung, es ist viel los. Halt. So, und er ist noch mehr interessiert an allem wie gestern. Und mal gucken, wie das so Ganze wird. So, Süßer, komm her. Alles halb so wild, ne? Ja. So. So, hast Bock? Ja? Kommst mit? Na komm. Ja, toll. Ja, klasse. Ah ja. So, und ich versuche jetzt einfach diese Spannung gar nicht zu übernehmen. Komm. Balu möchte aber erstmal die Spannung behalten. Na? Na komm mal, ja, wir machen mal irgendwas anderes. Na komm. Hi, toll. Ja, guck es dir mal. Ja, alles halb so wild. Halb so wild. Ja, guckst dir alles an. Komm. Ja, toll. Ja, kommst. Komm. Gut machst du das. Ja, klasse. Hm? So ist schön. Na komm. Komm. Ja, ich glaube, gleich kriegen wir ein bisschen Ärger. Das habe ich mir schon gedacht. Nee. Aber ich werde. Nein. Komm her. Super, machst du das. Klasse. Auf Ärger hat Balu eigentlich gar keine Lust. Auf den Anhänger aber auch nicht. Ach, toll. Prima. Supi, guck mal, was ich hier. Hast du mal deine Nase aufgesperrt, was hier vorne alles liegt? Vielleicht könnte Ariane ja mal so freundlich sein und das einfach mal nach hinten zur Klappe bringen. Schon von gestern, gucke hier, mache ich die Fliegen mit weg. Na, guck mal. So ist schön. So, und vor. Hopp. Ja, komm. Nein. Ah, so ist schön. So ist schön. Klasse. Gut, und vor. Na komm. Ja, ich weiß. Ja. Nee. Ja, hier bleiben wir vor. So, und ich lasse die Pferde einfach wirklich hier vorne eigentlich nicht weg. Also ich gehe zuerst auch nicht weg. Ich konfrontiere die wirklich hier mit der Klappe. Und die können hier hochgehen. Fein. Dann lasse ich sie in Ruhe. Und er macht jetzt gerade hier künstlich ganz viel Stress. Das war gestern schon weg. Deswegen habe ich jetzt mir ein bisschen mehr Sicherheit geholt.
sieht zwar unschöner aus, ist auch unschöner, aber ich glaube, ohne das, habe ich eben gerade schon gemerkt, werde ich ihn hier nicht bei mir behalten können. Und man sieht richtig, er zittert jetzt. Es ist jetzt der Wind, es sind die Blätter, es sind die Geräusche, die jetzt gerade ihn hier wirklich wieder zur Ablenkung bringen. Jetzt heißt es erstmal wieder Ruhe vermitteln, einfach cool zu bleiben. So, na komm. Und die Konzentration wieder hier auf Anhänger bringen. Fein, gut, klasse, toll. Und soll ich dir was sagen? Hier drin ist gar kein Wind. Sondern man sieht, wie er wirklich überall schlottert. Das hatte er gestern nicht. Dabei ist heute gar nichts anders, außer dass da hinten ein Pferd steht. So ist schön. So, was ich schon mal momentan noch positiv finde, ist, dass er wirklich den Druck am Strick nachgibt. Er versucht zwar denn dagegen anzuziehen, aber es ist noch wirklich in einem ganz braven, lieben Rahmen. Und man sieht richtig, er schlottert wie Espenlaub. Warum auch immer das heute anders ist. Und jetzt muss er erstmal mitkriegen, dass das alles gar nicht schlimm ist. Ne? Na komm, mein Junge, komm. Bin ich mir da noch nicht ganz sicher bei dir, ne? Na komm. Ja, komm. Na komm. Ei, fein. Na prima. Guck mal. Komm rein. Komm mal ganz rein. Hier, leg dir vorne. Komm hier. Na los, komm. Schaffst du. Es ist mir ganz lieb, dass er wirklich stückchenweise reingeht und nicht reinstürmt und wieder rausspringt, sondern dass er wirklich hier auf halber Strecke, kann er auch machen, ich ziehe ihn hier nicht, er kann einfach den Schritt wieder durch. Genau, auf die Seite gehen wir auch noch. Gucken wir mal. Hier, ein Apfel. Ei, schön, toll. Klasse. Und zurück. Oh, so schön. Toll. Prima gemacht. Oh, kannst du nicht gut kauen, ne? Nee, das glaube ich. Ab, vor. Der ganze Lärm im Hintergrund und die Handwerker stören Balu überhaupt nicht. Mittlerweile ist er auch ein bisschen runtergefahren. Aber ein bisschen Sturheit zeigt er dann doch noch. Oh, was es hier alles gibt, ne? Ja. Gut, ganz in Ruhe. Toll gemacht, prima. Ja, willst du dir noch einen nehmen oder hast du vor, gleich wieder rauszuspringen? Ach ja, ne? Das ist doch eine feine Sache, oder? Na, liebevoll. Ja, guck mal. Siehst du wohl. So, das ist die Abhärtung schlechthin. Aber man merkt auch, wirklich richtig schlimm ist das gar nicht. Es ist nur Ablenkung pur, weil er kann noch fressen. Und was ich ganz interessant finde, ist, die Besitzerin hat gesagt, man kann ihn mit Fressen nicht locken. Kann ich gerade gar nicht bestätigen, weil er ist richtig heiß auf die Äpfel. Er ist heiß auf den Hafer da drinne und er geht da gerne rein und nimmt sich was. Das finde ich schon richtig, richtig gut. Obwohl es wirklich laut ist, hier richtig Betrieb ist, steht er jetzt hier. Und daran war vorhin noch gar nichts zu denken, dass er sich jetzt hier einfach hinstellt. Das heißt also, auch er wird mit der Zeit einfach ruhiger. So, wollen wir wieder? Kommst du wieder mit? Na komm. Ich möchte natürlich, dass er auch vor mit mir da hochgeht. Komm. Hoppi, hoppi. Hoppi, hoppi. Hoppi, hoppi. Komm. Ja, weiter, 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 weiter. So. Kann man gut schnüffeln hier. Alter, ist besser, ne? Was hast du da? Was hast du denn da? Ja, da zieht nichts. Da müssen wir mal gucken, da ist ein komischer Huckel, ne? So, komm her. Ja. Na komm, geh mal zurück. Geh mal ganz runter. Geh mal ganz runter. So, ist das schön. So, mein Großer. Wir müssen jetzt aber auch einen Schritt weiter gehen. Ne?
Boah. So, und gekommen bist du auch auf der anderen Seite. Ja, müssen wir alles gucken, ne? Okay? Hier, jetzt musst du ein bisschen aufpassen, ist ein bisschen schmaler. Ja, aber so dick bist du nicht, dass du da nicht reinpasst, okay? Na, da ist er bestimmt schon mal beruhigt. Sag, ja, na komm, wir probieren es mal. So, guck hin. So, vor. Vor. Vor, auf, aufpassen. So, guck mal hier, was ich hier habe. Ja, guck mal. Oh, lecker. Hast du gesehen, was ich dir da hingelegt habe? Siehst du wohl. Und zurück. Und zurück. Und zu. Schaffen wir beide zu. Baloo ist ebenso ein richtiger Fuchs. Erst will er nicht rein und jetzt nicht mehr raus. Toller Klasse. Ei, was bist du fein. So ein Feiner, das ist doch wohl toll. So toll hast du das gemacht. Prima, 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 prima. Ja, richtig gut. So, wollen wir es mal ohne Schwung machen, dass ich dich da mal ein bisschen anlotse. So, komm mal her. So, siehst du wohl. Guck hin, ich habe hier noch einen. Hier. Im Hintergrund wird ebenfalls fleißig gewerkelt. Der schöne Baum auf dem Reitplatz, der immer wunderbar als Schattenspender und Regenschutz gedient hat, wurde kürzlich vom Blitz getroffen. Der Zaun dann wiederum von der Eiche. Die Reitplatzeinfassung wurde dann noch beim Fällen der Überreste demoliert. Manchmal läuft's eben nicht so. Aber gut, dass die größte Eiche auf dem Hof noch auf der Ecke steht. Ansonsten wäre der neue Name wohl Hofeiche weg. Und vor. Gut. Nein, ist alles gut. Toll, klasse, mein Junge. Prima, prima, prima. Prima gemacht. Sehr gut. Richtig, richtig gut. Ich lasse ihn noch einmal reinlaufen, mache die Stange hinter und dann ist für heute Vormittag, glaube ich, gut. Nachher nochmal neu. Dann müsste es Vicky nochmal machen, schauen, ob es auch bei jemand anders funktioniert. Naja, und so gestaltet sich der Tag dann halt mit rein und rausgehen. Guck, und jetzt stürmt er gar nicht sofort zurück. Aha, guckt schon, ne? Ja, guck mal. So, und das sind doch so Sachen, die positive Verstärkung, die wird so verteufelt. Warum kann ich ihn nicht hier, wenn er zurückgeht, vorne einfach ein bisschen locken? Dass er lernt, ey, ich kann langsam zurückgehen. Ich hole mir zwischendurch was ab, ne? Und später braucht man das gar nicht mehr. Dann gehen die einfach runter und es ist gut. Was ich immer mache, ist, dass ich auf dem Anhänger leckere Sachen habe. Egal, ob ich zum Training fahre, zum Tierarzt fahre, es ist ganz egal. Der Anhänger ist lecker, ganz egal, wo ich hinfahre. Und das müssen die eigentlich schnallen. Ne? Fertig? So kommen wir jetzt auch heile wieder zurück. Du? Ja, hast du richtig, richtig gut gemacht. Hätte ich bei deinem anfänglichen Gehabe überhaupt nicht gedacht, hä? Dass du hier jetzt so ganz entspannt stehst. So doof bin ich gar nicht, ne? Und der Anhänger auch nicht. So, Feierabend, komm. Das ist so. Hallo? Wir wollten. Okay. Ja, er ist zumindest nicht mit Fressen zu bewegen. So ist fein. Och toll. Ich wollte in die Richtung. Hast du es verstanden? Ach so. Oh, Entschuldigung. Durch positive Verstärkung. So, können wir jetzt zurückgehen? Komm her. Nachher darfst du wieder. Ja, also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass er einfach, ohne dass ich es will, da drauf geht. Es ist Hafer drauf, es sind Äpfel drauf. Ja, ganz, ganz toll. Richtig toll. Das sind die Dinge, wo vorher wirklich Angst hat. Diese Eicheln, die runterfallen, dieser Wind in den Bäumen. Das ist eigentlich das, wo er... Oh. Das Problem gibt's auf dem Reitplatz jetzt zumindest nicht mehr. So, guck mal.
schön ruhig, keine Baugeräusche. Ne? Guck mal, könnte ganz entspannt sein. So, kommst du mal mit. Ja, steht am anderen Fleck, ist der gleiche Anhänger wie sonst auch. Ein Verladetraining, das nachhaltig sein soll, beinhaltet natürlich auch, dass das Pferd wieder einsteigt, wenn es dann mal eine Runde gefahren ist. Und das steht jetzt an. Ja, das habe ich mir gedacht. So, jetzt merkt man, jetzt wird die Atmung ein bisschen mehr. Er pulvert sich selber auf, wie man gerade sieht. Passiert gar nichts. Das war der Moment, wo ich heute Morgen den Strick durchs Maul gemacht habe. Unschön, keine Frage. Aber bevor er sich losreißt oder bevor er einen attackiert oder sich selber verletzt, weil er barsch wird, mache ich lieber das. Wenn er nichts sieht, passiert ja auch nichts. So, und das würde ich gleich nochmal machen, wenn du jetzt hier wieder aufbraust. So, komm her. Hopp, hopp. So. Hoppi, hoppi. So. Das möchte ich gerne ganz langsam machen hier. So. Ja, rein. Ei, fein. Gut machst du das. Klasse, mein Junge. Und zurück. Super gemacht. Hm? Ganz große Klasse, finde ich ganz toll. Er geht wirklich rein, habe ich nicht mit gerechnet, dass das sofort so klappt. Der Anhänger ist jetzt an einem anderen Ort. Also das hat er schon mitgekriegt. Es ist alles anders, es ist angenehmer, es ist nicht mehr so laut, nicht mehr so viel Trubel. Ne? Jetzt musst du nur noch ein bisschen drin stehen bleiben. Dann mache ich die Stange hinter. Hm? Und dann, glaube ich, kommt das dicke Ende. Einmal fahren, abladen, wieder aufladen. Ich glaube, dann kommen wir noch mal wieder an den Punkt von gestern. Was sagst du? Können wir es rocken? Hm? Ja? Na komm. Ja, sollst ja keine Angst haben vor der Klappe. Ne? So, sollst ja keine Angst haben vor der Klappe. Ne? So, gut, klasse. Zack, guck mal hier. Noch mehr für dich. So, guck mal. Und so rollen die beiden sanft in den Sonnenuntergang. So ganz so sanft sieht das hier drin aber dann doch gar nicht aus. Und das, obwohl Baloo hier einen hochmodernen Anhänger fahren darf. In älteren Modellen und womöglich noch mit einem Plandach ist das Feeling dann noch um einiges härter. Verständlich also, dass einige Pferde das nicht so gerne mitmachen. Eine Fahrt mit Protzi oder generell mit einem modernen LKW ist da schon um einiges komfortabler für die Pferde. Kommt natürlich auch noch ganz stark auf den jeweiligen Fahrer drauf an. Ich befürchte, dass er wirklich richtig schlottert jetzt. Dass er vom Anhänger stürmen wird. Und ob er dann nochmal wieder drauf geht, ich sag das Wort nicht. Mal gucken. Na, Süßer? Ja, guck mal jetzt. Ist noch nicht so weit. Nein, ist noch nicht so weit. So. Mach mal ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Bleib mal vorne. So, langsam. Hi, toll, klasse. Prima. Also richtig stürmen war das jetzt ja schon nicht mehr. Bisschen flott, ist aber ja okay. Dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm, ne? Soll ich so ein Ding mal nochmal mitnehmen? Nur wenn es auch voll ist. Kommst du mir denn mit auf dem Anhänger hinterher, obwohl du gerade gefahren bist? Bleibst auch drin stehen, dass ich Stange hintermachen kann? Wenn du das machst, ne, dann hast du Feierabend. Das ist ein Wort. Also ich rechne mit allem, ich rechne nicht damit, dass du da jetzt einfach drauf gehst. Okay? Vielleicht nimmt dir das ja ein bisschen Druck. Komm her. Die Psychologie spielt ja auch eine wichtige Rolle. Komm. Ja, komm mal mit. Och Mensch, toll, toll, toll. Guck mal. Es ist jetzt kein Schlottern, es ist jetzt kein Zittern. Er ist relativ entspannt, genau. Gehst mal einmal hin, so. Es macht tatsächlich den Eindruck, als wenn die Pferde genau verstehen würden, was Ariane sagt. Auch
wenn sie nicht immer flüstert. Vor, geh mal ein Stückchen vor, dann kann ich wieder wegmachen. Und vor, nee, vor, das ist zurück. Ah, siehst du wohl. So, guck, toll. Ein Mensch, 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 toll. Toll, toll, toll. Richtig, richtig gut. Feierabend, ne? Okay? Jetzt gibt es erstmal schön Essen, ne? Und da fragen auch immer ganz viele, ne, ob die Pferde, die hier jetzt auf dem Anhänger so viel Hafer kriegen, ob die noch ihre normale Portion Abendbrot kriegen. Natürlich kriegst du deine normale Portion Abendbrot, ne? Natürlich, weil er hat es alles verbrannt. Er hat geschlottert wie Essenlaub. Er hatte Stress ohne Ende. Das ist schon alles doppelt und dreifach wieder weg, ne? Du? Siehst du wohl. Na komm, muss nicht nochmal reingehen. Wir gehen jetzt zum Paddock. Fand ich ganz toll, er ist gerade eben alleine reingegangen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe hier einfach gestanden und geredet. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, da vorne gibt es was zu essen. Hier draußen nicht, ne? Dann gehe ich doch mal rein. Ja. Hopp, hopp. Zurück. Ja. Komm, fertig mit Anhänger. Hast du sehr gut gemacht. Richtig, richtig toll. Habe ich nicht mitgerechnet. Ne? Toll machst du das. Und nach so einem Anhängertraining muss man sich auch gar nicht mehr so viel erschrecken. Ne? Guckst du, wo du hinläufst und stolperst du. Auch das ist jetzt gar kein Problem, das Ding hier zuzumachen, ohne wegzuspringen. Wenn du hier bleibst, habe ich noch einen für dich. Ja, komm mal her. Von wegen, du bist nicht leckerli fixiert, ne? Ja. Na los, ab die Post. Ja, was soll ich sagen? Ich bin super stolz auf Baloo. Man hat gesehen, wie der da drin geschlottert hat. Und das trotzdem zu machen, finde ich ganz, ganz großartig. Ich bin gespannt, ob er es morgen wieder macht. Ich kann ihn ganz alleine reinschicken, auch wenn der erste Versuch vielleicht nicht bis nach vorne hindurch geht. Er hat jetzt aber keine Anstalten gemacht zu sagen, weil es das erste Mal nicht geklappt hat, nutze ich das aus und gehe das zweite und das dritte und das vierte Mal gar nicht drauf. War überhaupt nicht der Fall. Es sind vielleicht ein, zwei Anläufe und dann ist gut. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit ihm fährt und ihn woanders ablädt, dass er dann einfach rausstürmt und sich alles anguckt und sehr hektisch wird. Aber ich glaube, wenn ich der Besitzerin sage, man kann ihn vielleicht versuchen, mit einer Möhre vorne abzulenken, dass er langsam rausgeht. Oder dass man auf jeden Fall nicht gegenhält, sondern ihn einfach rausgehen lässt. Ist das doch überhaupt gar kein Thema. Vielleicht wird auch er irgendwann mal, er ist ja erst 16, so ruhig, dass er überall aussteigt, ganz entspannt. Aber er ist ja nicht fürs Aussteigen hier, sondern fürs Einsteigen. Das hat er gemacht. Abholtag. Ich mache gleich Emil und auf Baloo fertig. Einmal nochmal Verladetraining. Ich drücke für mich selber die Daumen und für Baloo, dass das richtig gut klappt. Jetzt heißt es aber erstmal unsere Pferde auf die große Wiese lassen. Die ist schön nachgewachsen. Es ist trocken. Das Wetter ist toll. Die werden sich freuen. Süßen. Ja, jetzt heißt es erstmal Decke abmachen und dann können sie auf die große Wiese. Es ist echt immer ein bisschen schwierig, Joey die Decke abzunehmen. Nicht, weil Joey doof ist und sich das nicht machen lässt, sondern weil Jack immer verhindert, dass ich zu Joey gehe. Er möchte mich ganz für sich alleine haben und das ist immer echt schwer. Na, hallo. Na? Komm her, ich ziehe mal meine Handschuhe aus, dann geht das besser. Jawohl, guten Morgen, Joey. Guten Morgen, Jack. Na, wie sieht das aus? Soll ich euch mal die Decken abnehmen? Kriegen wir das hin? Ja? Soll ich mit dir mal anfangen und du lässt Jack bitte währenddessen in Ruhe, dass ich hier nicht irgendwie Gefahr laufe, umgerannt zu werden, ne? Sehr schön. Klasse. Bleib mal hier. Ja. Wegbleiben.
Wow. Alles gut. Halt. Hallo Happy. Auf Hof Eicheneck stehen alle Pferde freiwillig rund um die Uhr draußen. Und da es hier nachts noch sehr kalt war, haben sie auch noch alle Decken drauf. Die können jetzt natürlich ab. Das dauert bei der Menge dann aber schon mal ein bisschen. Die sind jetzt anderthalb und wir können hier echt ohne anbinden die Decken abnehmen. Ja, Joey. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Warte doch mal. Oh. Guck mal, toll. Prima, prima. Oh nein, ich habe kein Leckerli. Oh, du armer Joko. Schick siehst du aus. Richtig toll. Ja. Hm, wenn ihr wüsstet, was jetzt gleich ist. So, Hepsili. Hm, komm her, einmal Decke abmachen. Guck, Joey ist jetzt beschäftigt. Der hat ein Spielzeug. Fein. Oh, Joey, das Spielkalb. Joey, kannst du bitte die Decke im Trog lassen? Ja, du bist mein Bester, ne? So, Conny, du läufst mal nicht mit nach hinten, ne? Okay? Ja. Oh, ja. Bester Conny, ne? Ja, check. Sind hier hinten Strippen? Jo, das wäre jetzt voll in die Hose gegangen. Mit den blöden Strippen da hinten, ne? Da muss Jack aber jetzt noch mal genauer nachgucken. Ich bin das, Conny, nicht Jack. Ich bin das. So ist es schön. Klasse. So. Haben wir noch einen? Ah ja, Campi. Conny, ich komme gleich zu dir. Campi, kannst du ein Stück zurückkommen? Komm, ich muss deinen Hals eben aufmachen. So, komm mal her. Halt. So ist es schön, klasse. Die sind so verhungert, unsere Pferde. Die haben auch wirklich, sieht man ja auch. Ne? Die können nicht eine Sekunde da rauskommen. Das geht gar nicht. Genau, was jetzt Sache ist. Hier ist der Eingang. Ja, wer Joey noch nicht kennt, Joey ist unser kleiner Hengst. Also so klein ist der gar nicht mehr. Er ist jetzt knapp anderthalb Jahre alt. Und ich finde das total irre. Ich bin hier gerade wirklich hingegangen und habe ihm hier in der Herde seine Decke abgemacht. Und Joey hat auch noch eine Decke, wo hinten wirklich die Strippen zwischen den Hinterbeinen lang gehen. Und ich glaube, das ist nicht so normal, dass die wirklich dann auch so brav sind. Ja, und wer Joey noch nicht kennt, er hat natürlich auch eine eigene Playlist mit Jack zusammen. Jack ist der Fuchs, der gerade mit dem Hintern zu uns steht. Der ist ein Monat jünger als Joey, ist aber, wie man sieht, schon mächtig groß, weil zu seiner Linken steht Konrad mit 1,80 Stockmaß, zu seiner Rechten steht Zito mit über 1,76 Stockmaß und er fällt da eigentlich gar nicht so groß klein drin auf. Und auch er ist einfach nur brav. Und du bist ganz schön kamerasüchtig, ne? Joey hat schon festgestellt, dass man, wenn man am Lichtschalter mit der Oberlippe immer hoch und runter macht, dann geht das Licht überall an und aus. Und wenn er zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, dann steht er wirklich in der Stallgasse hier und macht klick, 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 klick. Und derjenige, der gerade auf dem Reitplatz reitet, der hat dann wirklich wie so Blitzgewitter, weil immer das Flutlicht an und aus geht. Und das ist, ja, das ist hier unser Schlauer, der beobachtet einen immer und macht Türen auf und all sowas. Na, Happy? Soll ich jetzt endlich aufhören zu reden? Ja? Soll ich endlich die Litze aufmachen? Mach ich. Ja. Diese wunderbar tollen Flexi-Geräte, die nur suboptimal funktionieren, aber theoretisch gesehen eine tolle Idee. Die anderen haben es noch gar nicht mitgekriegt. Na komm her, ich mach's mal so. So, geht ihr erstmal drauf. Na, du kommst ja weit, Happy. Oh Mann, ey. Ah, Campi hat es auch schon geschnallt. So, da haben wir Happy, Joey, Campino. Jack kriegt es auch gerade mit. So, Jack, dann mal schnell. Wenn die Pferde das erste Mal ein neues Weidestück erkunden dürfen, ist das für sie immer was ganz Besonderes. Einfach schön zu sehen, wie die imposanten Lauftiere sich über so etwas freuen können.
Ja, da ist ja unsere kleine Herde. Schick bist du, ja. Wo ihr Süßen? Das ist doch eine ausgeglichene Herde. Kein Bewegungsstau, kein übermütiges Dahingehen, keine verhungerten Pferde, keine zu fetten Pferde. Es ist ja wirklich immer so eine Sache. Ich höre ja häufig, oh, ich kann mein Pferd nicht 24 Stunden Heu geben, weil sonst wird es zu fett oder es ist zu fett. Und ich kann immer nur sagen, ich kann ja nicht mehr sagen, als ich es schon immer tue. Zu fette Pferde gibt es meiner Meinung nach nicht. Es gibt Pferde, wo der Stoffwechsel ein bisschen träge ist, wo der eingeschlafen ist, wo die Verdauung nicht richtig da ist. Es gibt für mich aufgedunsene Pferde, aufgeschwemmte Pferde. Und wer glaubt, sein Pferd ist zu fett, der sollte vielleicht sein Pferd eventuell vom Stroh nehmen, viel Auslauf bieten und zu den 24 Stunden Heu Quetschhafer anbieten. Meistens verschwindet denn dieses Dicke relativ schnell. Und wenn ich mir das mal anschaue, ist das eine total tolle Herde zusammen. Was ich immer ganz interessant finde, der Joey ist so ein kleines Sonderexemplar. Der mag auch gar nicht so gerne mit den Rentnern zusammen sein. Jack zum Beispiel, der findet dieses Rentnerdasein total toll, fressen und im Schatten von Konrad laufen. Aber Joey, der will Kunststücke lernen, der will Tricks machen, der möchte bewegt werden, der möchte einfach ganz viel. Und das ist immer ganz witzig, wenn wir hier was bauen, dann guckt der einen wirklich an und der guckt genau zu. Und wenn man ihn dann anguckt und sagt, Joey, was führst du im Schilde, dann guckt er wirklich weg. Und wenn man sich umdreht, hat der ruckzuck den Schraubendreher in der Hand. Der macht plötzlich den Türgriff auf, weil er nämlich genau beobachtet hat, wie wir das machen. Den Riegel hochheben, dann nach hinten. Das ist so ein schlaues Pferd. Also ich hoffe, dass wir den auf unserer Seite behalten können, weil ansonsten kriegt man damit, glaube ich, ein richtiges Problem. Naja, und Jack, so groß wie er ist, Fuchs, ich sage ja immer, Füchse sind andere Pferde, merkt man bei ihm auch. Er ist in Anführungsstrichen, ich würde sagen, dominant. Vielleicht ist er auch einfach ein bisschen langsam, ein bisschen träge, sitzt die Dinge eher ein bisschen länger aus. Während man Joey schon mit motivieren kann zu sagen, okay, ich mache ja gar nichts. Und Jack sagt, meinst du das wirklich ernst? Soll ich noch mal nachfragen? Nein, sollst du nicht. Aber er fragt trotzdem nach. Also so macht er es aber auch bei seinen Herdenmitgliedern. Die wären jetzt langsam wirklich Hengste. Keine Babys mehr, aber es wären Hengste. Man sieht es auch, es wächst überall. Wir sind ja hier auch ein Jugendkanal, das soll ja auch so bleiben. Deswegen sage ich einfach, es wächst und gedeiht an allen Stellen, die bei Hengsten halt so gedeihen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es im Frühjahr wird. Ich habe vor, sie im Frühjahr, bevor die Fliegen kommen, legen zu lassen, einfach damit sie wirklich dieses Leben weiterführen können. Ah, Joey. was ja als Hengst wirklich immer sehr, sehr schwierig ist. Sei es, man möchte irgendwo ausreiten, sei es, man hat die Haltung dabei. Es ist immer sehr viel in Einzelhaft und Sonderbedingungen geknüpft. Und das brauche ich letztendlich nicht. Die sollen ganz frei sein und sollen quasi hier so ihr Leben weiter mitleben können. Ich möchte gerne entspannt irgendwo hinfahren, in den Reiturlaub fahren können mit Vicky. Und das ist wirklich mit Hengsten sehr, sehr schwer. Da haben viele Personen Angst vor. Es ist halt auch ein Mythos. Ja gut, und ein Hengst ist ja auch ein bisschen was anderes. Die brauchen ganz viel Erziehung, ganz klare Linien. Und das, glaube ich, ist wirklich wichtig. So, finde ich richtig gut. Macht da wirklich gut, auch wenn er schnell rausgeht. Das ist wirklich denn eine Trainingssache.
Er schlottert wie Teufel. Was ich machen würde, ist, dass ich ihm wirklich eine Mahlzeit auf dem Anhänger gebe, ihn an seinen Lieblingsstellen putzen würde, dass er wirklich entspannt und so lange mit ihm da oben stehen bleibe, bis er einfach ja, einen entspannten Gesichtsausdruck hat, wirklich eine Egaleinstellung kriegt. Und wenn das 2 Stunden dauert, er wird natürlich wie eben erst hektisch werden. Ich würde es ihm jetzt mit einer Banane, mit ein bisschen Futter, mit Bürsten, mit cool bleiben, selber entspannen. Und wenn ich mir ein Buch mit in den Anhänger nehme und mich vorne auf die Stange setze und ihm einfach was vorlese, bis er wirklich da steht und schont und es ihm egal ist. Das wäre das, was ich machen würde, wenn ich Zeit hätte. Das ist natürlich als zweifache Mutter wirklich schwer. 9 Monate altes Kind, da hat man diese Zeit meistens nicht. Aber ich glaube, so würde man ihm beibringen, dass es was Gutes ist. So, komm her, einmal noch drauf, weil jetzt hatten wir Stange hinter. Ne, kann ja sein, dass du es jetzt wieder nicht machst. Halt! Ja, ich finde das richtig, richtig toll. Er hat Angst, wie man sieht. Er macht es trotzdem für leckere Sachen. Und das ist für mich immer eine Bestätigung, dass ich sage, positive Bestärkung kann ich einfach nur sagen, ist total toll. Es ist eine Belohnung. Es ist etwas, ja, was sie mit uns in Verbindung bringen. Und wir haben ja auch den Emil da hinten. Das ist ein Spanier, der, glaube ich, nicht so viel Gutes mit den Menschen verbindet. Und der giftet und beißt und macht und tut, wenn man da dran vorbeigeht. Und da haben wir jetzt, jedes Mal, wenn wir da hingegangen sind, hat er was Leckeres gekriegt. Jetzt, nach 2 Tagen, begrüßt er uns, wenn wir da reinkommen. Und warum will man da drauf verzichten? Nur weil irgendwelche Studien sagen, das ist so nicht gut. Was denn bitte schön ist gut? Und was ist schlecht? Wer entscheidet darüber? Wie viele Leute haben an der Studie teilgenommen? Wie viele Pferde haben sich dazu geäußert? Ist ja schon sehr merkwürdig. Also er, glaube ich, ne, würde die Studie sehr, sehr begünstigen und würde sagen, super, macht weiter so. Hm? Willst du noch mal reingehen? Da drinnen sind noch leckere Möhren. Geh rein, hol sie dir. Los, hol sie dir. Ja, komm. Gut, ja, geh ruhig. Geh ruhig. Komm her. Hopp, hopp. Supi, guck mal, da oben ist noch eine. Ja, ja. Ja. Ist keiner, der hinten die Stange zumacht. Das ist auch etwas. Ich kann mir vorstellen, ein Pferd, was nicht gut auf den Anhänger geht, da werden immer hinten Leute stehen, die die Stange hintermachen. Das heißt, viele Pferde, die hierher kommen, die wissen schon, aha, da ist jemand hinten, der kann ganz schnell die Stange zumachen. Ich mache das nicht. Sobald da jemand steht, gehe ich nicht rein. Und deswegen mache ich das ganz häufig. Gerne alleine und bleibe einfach hier stehen. Und jetzt kann er doch 50 Mal rausgehen. Das ist doch egal, solange er wieder reingeht. Weil irgendwann hat er begriffen, dass er rausgehen kann, so viel wie er will. Und wird es gar nicht mehr machen. Richtig freuen tue ich mich über den dünnen Bauch. Der wird wirklich extrem viel dünner. Er ist zwar nur zum Anhängertraining hier, aber das sind so Dinge, wo ich mir sage, er wurde mit Futter, konnte man ihn nicht locken. Jetzt hat er kein Stroh, er kriegt viel Hafer, er hat 24 Stunden Heu, wird dünner, hat Hunger. Man kann ihn also wunderbar mit Essen locken. Ich glaube, dass er einfach aufgedunsen war, dass sein Darm voll war und er deswegen überhaupt gar keinen Futterdrang hatte. Na? So, und jetzt wird das Runtergehen auch entspannter. Heute ist Abholtag für Baloo. Wir haben ja fleißig geübt. Ich glaube, wir haben alle Facetten kennengelernt von ihm. Okay. Nichtsdestotrotz war er total kooperativ. Aber ich musste ganz oft an Dinge denken, die du erzählt hast, dass er sich drinnen entspannt und wohl fühlt. Das ist hier auch so. Wenn wir den wirklich in die Box gestellt haben, dann stand er da mit hängender Unterlippe.
draußen, sobald wir rausgehen, die Sonne scheint, ein bisschen Wind ist oder sich die Pferde da hinten bewegen, ist erstmal alles vorbei. Das ist wirklich ganz irre. Der erste Tag verladen, das war gleich nachdem ihr weggefahren seid. Ja. Da war er natürlich nicht so motiviert. Es hat aber trotzdem geklappt. Am nächsten Tag hat er dann gesagt, ich mache gar nichts mehr. Da hat er dann auch die Anzeichen gemacht mit, ich gehe gleich vorne hoch. Ich habe dann wirklich kurz einen Prozess gemacht. Das ist unschön, aber bei ihm hat es geholfen. Ich habe ihm diesen Strick durchs Maul gemacht. Und komischerweise war er dann relativ kooperativ. Wir sind ganz oft eingestiegen in den Anhänger. Was er jetzt macht, weil er hatte wirklich Härtebedingungen. Wir haben hier ja die Bauarbeiter auf dem Hof. Hier vorne, die helle Wand, wird mit Schussgeräten dran gemacht, während er auf den Anhänger muss. Die haben hier die Kantsteine geflext, während er vorm Anhänger stand. Die haben Sand und Kies abgekippt, während er auf den Anhänger gehen sollte. Der war also wirklich, also das hat ihn alles nicht gestört. Nichts. Dann war gestern alles still, alle Handwerker vom Hof. Wir nochmal zum Anhänger und es bewegten sich nur hinten die Pferde und die haben Regendecken drauf. Das knisterte so ein bisschen. Und plötzlich hat er gesagt, Schlimmste von der Welt. So, wir sind also viel eingestiegen. Ich muss sagen, das funktioniert sehr gut bis jetzt. Es ist ja immer so eine Sache. Ja. Er hat zum Schluss, wenn hier so viel Trubel ist, er geht rein und die ersten 2-3 Mal schießt er ganz schnell wieder raus, weil er meint, draußen passiert irgendwas. Und dann guckt er eine Runde. Und dann können wir ihn aber einfach wieder reinlenken. Das macht er 3-4 Mal, rückwärts schnell rausgehen, gucken. Ja. Und beim 4., 5., 6. Mal, wenn ich da vorne Futter drin habe, bleibt er stehen. Ich kann die Stange hintermachen und wir machen die Rampe zu und fahren. Okay. Er ist gestern nach dem Fahren, Abladen, wieder aufladen, sofort draufgegangen. Ne? Oh. Wollen wir mal gucken. Ich halte ihn auch nicht auf, wenn er wieder zurück will, weil sondern ich weiß, er steigt lassen. Einfach wieder ein. Ich lasse ihn da einfach 6-7 Mal einsteigen und gut ist. Ne? So. Deswegen, also. Ich versuche es jetzt einfach mal ganz stumpf und gucke, was passiert. So, mein kleiner Gott. Traum. Hast du die Ohren schon mit? Ja, toll. Ja, geh mal zurück. Jawohl. Hi, gut gemacht. Supi, supi, supi. Komm her. Ja, komm her. Oh, wo hab ich sie denn? Hopp. So, geh mal wieder rein. Hopp, hopp. Los, klasse. Prima, klasse. Und zurück. Gut. Los, klasse. Super. Prima gemacht. So klasse. Kaufst du auch? Hast du davor noch was? So, komm her. So, geh mal wieder rein. Hopp, hopp. Geh mal wieder rein. Los. Klasse. Also wenn es lecker genug ist, stellt man sich auch einfach auf Rampe, wartet ein bisschen und dann geht er auch rein. Okay. Ohne, dass man was macht. Das Einzige, was ich halt immer mache, ist, dass ich den Strick nie festhalte. Ich lasse den wirklich... Das habe ich aber auch immer so gemacht, dass weil halten kann ich ihn eh nicht und dann lieber raus. Ja. Also dann, wenn er denkt, halt ein bisschen... runterstürmt, dann dagegen kann ich nicht festhalten. Nein. Das habe ich eigentlich nie gemacht. Meistens habe ich auch immer so einen etwas längeren Strick und habe den dann meistens dann schon über den Hals und so, dass ich dann auf der anderen Seite die Möglichkeit habe, ihn noch zu fassen. Dann. Und jetzt muss Balu natürlich auch noch mit seiner Besitzerin in den Anhänger gehen. Ansonsten müssen beide noch ein paar Tage länger bleiben. Mache.
Hätte vorhin funktioniert. Aber ich habe leider das Loch nicht getroffen. So, kommst du auch mit mir mit? Du kannst auch erst ein paar Mal mit reingehen. Da ist auch so ein Säckchen, wo Möhrchen drin sind. Fein. Und zur Sicherheit das Ganze nochmal. Aber vielleicht kriegen wir das ja eben halt gut weiterhin, dass ich ihn eben halt einfach reinschicken kann und dann selber zumachen kann, ne? So, wenn keiner so um zu ist. Also, das habe ich jetzt mit ihm hier auch gemacht. Wir sind ja gestern auch gefahren mit ihm. Ja. Und wenn ich das so ein paar Mal mache, umso unruhiger es draußen ist, umso 4-5 Mal habe ich ihn runtergehen lassen, wieder hoch, habe ihn oben gestreichelt, habe ihn einen Apfel hingehalten, habe in der Tüte gewühlt, dass er merkt, oh, da ist ja was. Das war ja, wie gesagt, vorher nicht so sein Ding. Wenn ich ihn dann so mal gelockt habe mit einem Apfel oder Möhre oder Leckerli oder ein besonderes Futter, er hat gleich so dicht gemacht, er hat nichts von mir genommen. Ja. Also er hat keinen Appetit gehabt, wie man das so kennt. Ne? Wenn man das bestellte Essen nicht bekommt, dann schmollt man, dann isst man auch keine Alternative. Und deswegen wundert mich das, dass er tatsächlich was nimmt. Also, er ist total fresssüchtig. Ich finde ihn auch total entspannt, also wirklich. Das ist. Also hier hat er wirklich gefressen. Mhm. Und das war so, das Highlight für ihn. Okay. Banane, Möhre, Apfel, Hafer. Ja. Gibt es auch alles zu Hause. Ja. Aber es ist kein Vergleich zu vorher. Also es war wirklich schon, wenn der Anhänger vorfahren, also dass er da so entspannt gestanden das hat. Das jetzt? Ja. Ach so. Okay. Aber den ersten Tag habe ich gedacht, mein lieber Scholli. Er ist auch so entspannt, finde ich. Ne? Hut ab, ich hätte da drauf keine Lust, wenn die so rumhibbeln. Und ach, der ist ja den ersten Tag nur, die Eichel ist aufs Dach gefallen und der ist losgesprungen. Das kennt er eigentlich das alles bei uns. Aber wie gesagt, das ist manchmal so bei ihm, dass er wirklich so dann denkt, so, oh Gott, ich kann mich an alles jetzt aufregen und zeig jetzt einmal alles, was ich so kann. Ja. Aber wie gesagt, also so dieses Bocken oder dieses Low-Springen oder so, das hat er, wenn da oben jemand drauf sitzt, nicht. Ja. Also er kann sich klar erschrecken und er kann sich auch mal drehen und er kann auch rückwärts gehen. Aber das ist alles so, er nimmt einen so schön mit im Sattel, sage ich immer. Also man hat nie das Gefühl, oh Gott, ich fall gleich runter oder ich muss absteigen oder so. Also überhaupt nicht, sonst hätte ich ihn auch nicht mehr. Also was ich glaube, ist, dass er wirklich Panik hat, weil wenn du ihn hier reinstellst und du machst die Stange zu, dann schlottert der am ganzen Körper. Er zittert dann so, ne? Richtig, richtig doll. Wenn es aber mein Pferd wäre und ich würde das wirklich haben wollen mit diesem Ruhigstehen, was ja überall so ein bisschen das Problem ist, würde ich, glaube ich, den reinstellen, Stange zumachen, Sicherung hin, würde mich da vorne auf die Stange setzen und ein Buch lesen oder Handy gucken oder sonst was und würde ihn da fressen lassen, so lange, bis er so da drin steht. So einfach, dass er einfach was Schönes hat und da drin lernt zu entspannen. Ja. Weil umso öfter wir jetzt die Stange hintermachen und die Klappe zumachen und mit ihm fahren, umso mehr weiß er natürlich, ist natürlich erstmal Panik. Ja. Er möchte gerne rein. Möchtest du? Ja. Schau mal. Noch vor 2 Tagen hat Balu seine ganze Energie dafür verwendet, auf keinen Fall in den Anhänger zu gehen. Jetzt wird es ihm zu langweilig, davor so lange rumzustehen. Langsam. Genau. So und so ist das eigentlich dann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Dann geht er so langsam da auch runter. Fein. Komm her, ich mache dir mal noch ein bisschen Essen dahin. Dann können wir, wenn er da drin steht, einfach zumachen, dass ihr zu eurem Kind. So entspannt, hä? Huh?
Und der hat hier wirklich Hardcore gehabt mit den Geräuschen. Ich habe wirklich gedacht, oh je. Aber ich glaube, für ihn war das dann ganz gut. Also ich muss sagen, bei uns ist ja auch immer viel Jubel und Trubel. Und ich bin ja eben halt so ein Mensch, dass ich sage, egal wo ich bin, ob das auf einer Weide ist oder am Straßenrand, das Pferd muss ja überall auf den Anhänger gehen. Ja. Ich habe nicht immer eine lange Stallgasse, wo man sagt, man kommt aus der Stallgasse, der Anhänger steht davor und die Pferde gehen rauf, wo sie links und rechts begrenzt sind. Das habe ich eben halt nicht immer. Nein. Und somit ist es eigentlich egal, wo ich bin, er muss da raufgehen. In der kurzen Zeit auf Hof Eicheneck kann Ariane natürlich nur die Weichen für ein zukünftig besseres Verhalten stellen. Zu Hause müssen die Besitzer dann weiter mit ihren Pferden arbeiten. In den allermeisten Fällen klappt das aber ohne, dass Ariane noch viel unterstützen muss. Genau, nur nicht festhalten, genau. Siehst du wohl, so langsam kann man da raus. Und eigentlich will er auch gar nicht raus. Siehst du wohl. Und das sind auch so Sachen, die kann man halt wirklich üben, dass er die zweite Person hier auch gar nicht als schlimm empfindet. Weil ich kann ihn jetzt einfach mal streicheln. Wir können gucken. Und er bleibt trotzdem noch hier so auf der Rampe. Das ist echt erstaunt. Das ist auch nicht? Okay. Alles klar. Ich weiß es ja nicht. Immer nur mit so Kopf hoch und... Ja. Und wie gesagt, wenn dann noch mehr Trubel umherum war, dann könnte es schon mal sein, ja, dann mache ich ganz dicht. Ne? Ja. Und dann manchmal fehlten mir dann auch so ein bisschen so die Tipps oder Tricks. Ja, was mache ich? Ne? Ja. Klar, Longe, Gerte, Besen. Ja. Es gibt so viele Varianten. Natürlich, sie gehen alle auf den Anhänger. Ja. Die Frage ist eben halt nur, wie? Nein. Und ich möchte das eben halt so ruhig und entspannt wie möglich. Ja. Also, ne? Ich sag mal so, wenn ich dann noch jemanden zweites brauche, der mir die Stange zumacht oder so, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Klar, es ist natürlich ein Traum, alleine, ne? So das Pferd hochzuschicken und dann alles gut. Das macht er aber auch. Ja, Balu ist im Anhänger. Ich glaube, Buffelbesitzerin und ein Mann, der sagt, ich glaube, das habt ihr richtig gut gemacht. Der Balu, der hat es auch ein bisschen gezeigt. Er ist sofort reingegangen, ist aber ganz schnell wieder rausgekommen. Wirklich das, was wir hier halt auch hatten. Ich habe ihr jetzt Tipps gegeben, wie ich es machen würde, weil der Balu hat wirklich Angst im Anhänger. Und dann ist es egal, wo man hinfährt, dann geht man da nicht gerne drauf und geht ganz schnell wieder runter. Und ich glaube, das werden die ganz toll umsetzen können, ganz toll trainieren können. Und ich habe ja auch gesagt, ich würde zum Beispiel mich wirklich mit einem Buch da reinsetzen und würde lesen oder würde was weiß ich was machen, bis er sich entspannt hat mit leckeren Sachen, mit Essen und all sowas, damit er einfach merkt, es ist überhaupt nicht schlimm, da drin zu stehen, weil ich glaube, dann ist alles gar kein Problem mehr. Er ist mit ihr reingegangen, er ist ohne sie reingegangen, er ist ganz alleine reingegangen. Als er nicht rein durfte, hat er ganz nett gefragt, ob er denn jetzt rein darf, wieder zum Fressen. Und das ist total toll. Freut mich. Und jetzt drücke ich die Daumen, vielleicht kriege ich ja noch mal was. Sonntag will sie gerne wieder ausreiten. Und ja, mal gucken, was ich da kriege. Ob er drauf geht oder ob ich ein Video kriege. Oh Mann, ey, was hast du da gemacht? Geht wieder nicht. Mal gucken. Bin echt gespannt. Feines Pferd. Nach unserem Kenntnisstand ist Balu dann auch zu Hause wieder auf den Anhänger gegangen. Ein weiteres Ferntraining hat die liebe Besitzerin bei Ariane nicht in Anspruch genommen, was für sie immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass die gewünschten Ziele im Alltag auch umgesetzt werden konnten. Wir wünschen den beiden noch viele, viele schöne Ausritte und bis bald. Euer Hofeicheneck-Team. I'm in your warm embrace.